Und wie gesagt, das Gefängnis läuft gut. Die einzigen, die umgebracht wurden, waren Spitzel. Was natürlich genauso doof ist, dass das passiert, aber naja, ich habe es halt nicht früh genug gesehen. Beziehungsweise hat er auch keine Möglichkeit, sie in Schutzhaft zu nehmen. Wölfe greifen an, my Lord! Das wäre ja sozusagen die einzige Möglichkeit, sie davor zu retten, platt gemacht zu werden. Ja, die Abflüsse funktionieren super. Alles ist einfach unter Wasser gesetzt. Ja, und dann ist jetzt alles dreckig. Die Hausmeister müssen vorbeikommen zum Wischen. Tja, dumm gelaufen. Ist halt so. So, 94 Zellen haben wir jetzt. Kannst du ein bisschen schneller laufen lassen. Ist das nicht schlimm? Ein Gefangener wird bald entlassen. So oder so. Einer ist frühzeitig entlassen worden. Wunderbar. Ah ja, da sind die neuen. Ja, okay. Fast. Oh, der ist gerade eingesessen. 18 schon. Oh je, der ist noch länger hier. Ja gut, die sind natürlich auch schneller bei Prügeleien dabei. Daher hohes Sicherheitsrisiko. Heißt du Y? P. Dead Y. Fisch. Alles klar. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. So, die Zelle wird jetzt geschlossen. Ja, ich glaube, die sind hier. Wow. Er ist einmal kurz reingekommen. Ja, guck ich doch mal. Haben sie das jetzt bestanden? Nee, sind doch noch nicht fertig. Das dauert noch ein bisschen. Aber was sind die beiden? Ja, warum macht denen denn keiner auf? Ganz ehrlich. Ja, okay. Kann ich verstehen, warum das nicht funktioniert. Hier noch einen neuen Polizisten. Der kriegt dann hier den Dienst, dass er denen da immer die Tür auch aufmacht. Ist das sonst ein bisschen doof? Können wir mal unsere Zellqualität gutachten? 3. Okay, 1. Okay, ich ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Wir haben gerade gesehen, wir haben Gefangene, die. Was fehlt denn hier? Warte mal, das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, oh, Fenster fehlt, weil ich glaube, das ist tatsächlich das, was fehlt, ja. Dann können wir hier noch ein Fenster einbauen, dann geht es hier ein bisschen besser. So. Und dann haben wir eben gesehen, hier haben wir richtig gute Leute drin. Aber die haben trotzdem eine beschissene Raumqualität. Müssen wir mal ein bisschen ändern. Also sie fangen wenig Streit an und so. Dann setzen wir den Fernseher rein. Ich glaube, einen Stuhl wollen sie noch, ne? Dann kriegen sie einen Stuhl. Wobei, nee, Radio. Radio. Ich weiß nicht, ob es für eine vollgestellte Zelle jetzt besser ist. Im Spiel ist sie das. Tatsächlich. Ja, dann kriegen sie alle noch ein Fenster. Das macht keinen Sinn. Dann freuen sie sich. Ein bisschen bessere Zellen sind ja nicht schlecht. Window. Kriegen wir auf
Fenster hier. Großer Fensterfan. So. Teure Fenster, dafür, dass es einfach nur ein paar Gitter sind. 6 Zellen. Ja, nach wie vor das gleiche Problem. Ich habe es immer noch nicht lösen können. Eine Lösung ist, den Zaun hier weiter nach da zu setzen. So. Dann können wir das hier abreißen und können hier noch ein paar Zellen hinsetzen. Nachteil ist natürlich, dass wir dann noch eine Hundewache engagieren müssen, die dann darauf achtet, dass da keiner ausbüchst. Aber ja, können wir trotzdem so machen. Ja. Der ist ja auch eventuell bald raus. Der nicht. Der hat leider einen Spitzel umgebracht. Ganz im Ernst, du hattest 5 Jahre zum Absitzen. Jetzt hast du 30, das war's doch nicht wert. Überhaupt nicht. Naja. Vor allen Dingen, weil er ja keinen verraten hat im Gefängnis. Also ich habe das ja wirklich noch gar nicht genutzt. Den Informanten. Matt Kreese. Oh, Williams ist entlassen worden. Ja. Das freut mich. Aber auf keinen Fall unter den Toten. Das freut mich natürlich, dass er entlassen wurde. Ist natürlich ein bisschen doof, weil er eine Spitze weniger, aber ich benutze ja tatsächlich nicht besonders häufig. Ja, genau. Ihr müsst jetzt erstmal die Zellen hier ein bisschen aufwerten. Dann können wir mal gucken. Ruhmqualität. Ja, 5. Von 1 auf 5. Ist doch nicht schlecht. Ist auf jeden Fall dann ein bisschen besser. Naja. Dann freuen die sich, konzentrieren sich mehr. 50% Success-Chance. Krass. Die lernen. Finde ich krass. Finde ich sehr krass. Finde ich cool. So. Diese Platten sind immer noch nicht hergestellt worden. Weiß ich aber auch nicht, wie ich das machen kann. Naja. Ich glaube, mit vorangeschrittener Zeit wird das irgendwann automatisch passieren. So, Zaun wird gebaut. Dann reißen wir diesen Zaun hier ab. Oh, ich habe gehofft, dass ihr den zuerst fertig baut. Dass niemand jetzt die Chance nutzt, abzuhauen. Dadurch, dass die hier übrigens alle rein- und rausrennen, werden wir jetzt hier gleich einen Guard Tower bauen. Ach, ein Gärtner. Genauso wie wir in dieser Ecke einen Guard Tower bauen werden. Und in dieser Ecke einen Guard Tower bauen werden. Und hier werden wir auch noch einen Guard-Tower bauen. Damit haben wir 4 und holen uns 4 Scharfschützen. So. Haben sich direkt ausgerüstet. Also haben wir, glaube ich, die Gegend ganz gut im Blick. Ich hoffe, die ballern jetzt gleich nicht einfach so rum. Das wäre natürlich ärgerlich. So, Quick Build Basic Cell. Die können wir jetzt hier einfach hinsetzen. 6 Stück brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5. Verdammt. Das hat nicht funktioniert. Nicht ganz. Hab kurzzeitig vergessen, wie man dreht. Dann setzen wir hier noch eine hin. Warum nicht? So. Und dann werden wir direkt wieder eine Hundewache engagieren. Ich finde die super. Nützlich. Für Schmuggelware kann man gebrauchen. So. Hier auch direkt. So.
Alles abgesichert. Oh ja, stimmt. Direkt ausweisen als Gebäude. Muss man nicht anscheinend. Aber manchmal muss man es manchmal nicht. Finde ich komisch. Naja. Duschkopf. Setzen wir hier auch noch rein. Und dann wie üblich ein bisschen Strom. Und dann setzen wir die Wasserröhre durch. Direkt unterm Bett. Das ist natürlich ein bisschen mies. Naja. So. Oh, eine Zelle haben wir ja jetzt vergessen, die da oben. Natürlich wird die auch mit Duschkopf versorgt. Und auch hier geht das Wasser rein. Und der Strom natürlich auch. Klasse! So, wenn die fertig sind, haben wir 100 Plätze für 100 Gefangene. Kriegen erstmal wieder einen Zuschuss von 20.000. Das ist toll. Und könnten dann instantan unsere Aufgabe erfüllen. Aber ich möchte das und das gerne noch hinbekommen. Irgendwie. Das haben wir ja. Das machen wir ja die ganze Zeit. Ich glaube, wir haben fast alles ausgeschöpft da. Wir haben noch das. Aha. Ja. Genau. Die Betten produzieren. Genau, dafür brauchen wir aber erstmal einen gut laufenden Workshop. Das haben wir noch nicht. Ja, ich habe eine Idee, wie ich das regle. Ich baue einfach einen größeren, riesigen Workshop. Vielleicht klappt es dann. Aber erstmal werden wir die Betten hier die Zellen hier fertigstellen, damit das erste schon mal abgearbeitet ist. Ich glaube, das könnte ich ja jetzt auch direkt machen. Als nächstes werden wir uns einfach hier ein neues, großes Gebiet gönnen. Und da wird dann der Riesenworkshop erstellt. So, die können ja außen rum gehen noch. Wenn wir dann jetzt mal wieder hier so ein Zaunsystem bauen. Ja, ich habe gerade Ärger gehört. Okay, gucken wir erstmal, was der Ärger bedeutet. Was los da oben? Geht halt euch rein. Keine Ahnung warum. Er hat randaliert in der Zelle. Das geht natürlich nicht. So, oh, ich habe gar nicht auf schnell gestellt. Was werden wir natürlich noch machen? Ja, das Gebiet werden wir später erschließen. Wir haben es jetzt schon gekauft. Das reicht erstmal. So, das läuft. Neue Gefangene kommen gleich, sehr schön. Wir haben auch noch keine Todeskandidaten bekommen. Tatsächlich. Aber ich habe sie auf, wenn einer da ist, dann nehmen wir den gestellt. Die werden irgendwann kommen, denke ich. Ich weiß gar nicht, was genau die Voraussetzungen sind. Ich meine, man braucht einen Hochsicherheitstrakt, den haben wir. Was man sonst noch braucht, weiß ich jetzt nicht. Okay, ein Todestrakt natürlich. Den haben wir ja hier unten gebaut. Ach, das könnte ein Problem sein, weil das natürlich noch nicht aktiviert ist. Ich glaube, das muss man auch aktivieren. Und zwar haben den Taser-Test bestanden. Sehr schön. So, die könnten alle direkt Bewährung kriegen. Also zwei auf jeden Fall. Ich möchte den gerne gucken. Okay, der nicht. 63 Jahre, wow. Er hat bestimmt mit ihm hier. Nee, das kann ja nicht. Das kann ja nicht, der war ja schon im Gefängnis. So, eine Zelle fehlt noch. Welche? Die da oben. Warum? Kein Bett.
verdammt, ich brauchte nur einen. Egal, haben wir zwei. Auch nicht verkehrt. So. So. Ja, jetzt haben wir natürlich weniger Geld als benötigt zum Abschluss der Quest. Ist aber egal. Erstmal kriegen wir gleich wieder 10.000. Nee, wie viel war das? 20.000. Cool, 99% abgeschlossen. Ja, gleich ist abgeschlossen. Es fehlt nur noch das Bett. Ja, machen wir mal ein bisschen schneller. Wow, das Essen hat 1 Dollar gekostet. Was habt ihr denn gekauft? Ein Apfel für alle. Das ist echt wenig. Klong. Da ist es fertig. 100.000. Dafür ist unser Gefängnis jetzt ausgelegt. Sehr schön. So. Ansonsten sind wir erstmal ganz gut dabei.